يوم القيامة sagt ein Gedicht, sagt ein Sha'r, auf Arabisch ist das Gedicht, inshallah, مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا. Das heißt, stell dir vor, in diesem Moment, am Tag der Auferstehung, du stehst nackt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die Menschheit wird nackt kommen, يوم القيامة. Rasulullah wurde gefragt, ich glaube, von Khadija radiallahu anha. Aisha? Von Aisha radiallahu anha, Entschuldigung. Von Aisha radiallahu anha. Schämen wir uns nicht voreinander, Rasulullah? Sagt, die Lage ist so grausam, ja Aisha. Jeder hat so viel zu tun, jeder ist so beschäftigt und besorgt, dass keiner mehr auf den anderen achtet an diesem Tag. Die Bedrängnisse von Yawm al-Qiyamah sind sehr, sehr schlimm, wal-Iyadu billah. Es sind sehr harte Zeiten. Ja? Und sagt, stell dir vor, an diesem Tag, du stehst vor Allah nackt, vor allen Menschen, vor alle Engel, vor alle Menschheit, die Geschöpfe, die Allah erschaffen hat. Ganz allein, musta'atifan qaliq al-ahsha'i hayrana. Im Innerlich bist du verwirrt, Angst, durcheinander, grausame Angst in dir, Audub. Du stehst vor Allah und du musst die Angst haben vor Allah, wenn du vor ihm stehst. Jahannam vor dir. Musta'atifan qaliq al-ahsha'i hayrana. والنار تزفر من غيظ ومن حنق وتلقى على العصيان على العصاة وتلقى الرب غضبانا. Sag, in diesem Moment, du hörst, wie Jahannam schreit, wie das Höllenfeuer ruft vor Wut. Sie will auf die Menschheit losgehen. Du stehst da ganz allein, schwach. Niemand kann dir helfen. Und egal, alle, wenn sie sich eilen zu helfen, können dir nicht helfen. Sag, und du triffst auf Allah und Allah ist sauer auf dich, subhanahu wa ta'ala. Dieser Moment, stell dir nur diesen Moment vor. Ja? Allah sagt, عبدي اقرأ كتابك على مهل ترى هل كان ما كان في السر وأعلان. Allah sagt, عبدي, du bist heute selber Zeuge. Lies dein Buch und guck, عبدي, lies langsam dein Buch. Lies das, was in deiner Akte drin ist. In Ruhe, عبدي. Ob alles drin steht, was du gemacht hast, in verborgen und offenbar. فلما قرأت كتابا لم يغادر لي حرفا ما كان في السر وأعلان. Sagt, als ich mein Buch gelesen habe, ich habe gesehen, dass er kein einziger Buchstabe verpasst hat, die ich gesagt habe, im Verborgenen oder Offenbaren. Nada al-Jalil, Nada al-Jalil, khuduhu ya malaikati, wa murru bi'abdi ila nirani atshan. Allah sagt, Nada al-Jalil, der majestätische ruft, abdi, oh ihr meine Malaika, meine Engel, packt mein Diener, packt ihn jetzt und schmeißt ihn durstig in Jahannam. Das ist ein ewiger Durst. Hätte dein Verstand, wäre dein Verstand anwesend, lieber Bruder oder Schwester, dann hättest du daran gedacht, du wirst an diesem Tag wirst du erleben. Dann hätte er dich gehindert, diese Sünde zu tun. Diese Ungehorsamkeit zu tun. Dieser kurze Genuss, der dich ins Höllenfeuer bringt, der schnell vergehen wird, der nur Trauer und Besorgen, A'udhu Billah, verursacht, sonst nichts anderes. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, ein einziger Blick verursacht Sorgen und Trauer und Kummer im Herzen von einem Mu'min. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagt, wäre dein Verstand anwesend in diesem Moment, hätte er dir gesagt, ja Achi, Allah hat dem Koran das verboten. Der Koran, den du gelesen hast, jetzt begehst du diese Sünde. Dieser Koran, den du gelesen hast, ist ein Argument gegen dich am Tag der Abrechnung. Allah sagt, Abdi, lies diesen Vers und diesen Vers. Habe ich ja nicht verboten, ungehorsam zu sein. Habe ich dir nicht gesagt, Abdi, begehe es keine Sünde, Abdi. Du versteckst dich vor Menschen, Abdi, und du vergisst, dass ich dich beobachte die ganze Zeit.